Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Heute bringen wir dir ein Update, nämlich wir haben uns angeschaut, warum sind denn bei uns Kandidaten in den letzten 6 Monaten bei der praktischen Prüfung durchgefallen. Der letzte Grund, der wird dich überraschen. Grundsätzlich muss man einmal sagen, die praktische Führerscheinprüfung in Österreich ist deine erste Alleinfahrt. Das heißt, da fährst du das erste Mal alleine mit deinem Auto. Es sitzt dein Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin daneben oder deine Eltern, also die Begleiter, wenn du L-Übungsfahrt oder L-17 gemacht hast. Aber im Prinzip fährst du das erste Mal alleine Auto. Wenn jetzt deine Eltern oder die Fahrlehrerin oder der Fahrlehrer eingreifen muss, also sprich zum Lenkrad hingreifen oder vielleicht dir sagen, du pass auf, da vorne ist eine Ampel auf Rot, dann wäre das ein Fahrlehrereingriff. Das darf man auf keinen Fall machen. Weil wenn die Fahrlehrerin, der Fahrlehrer eingreifen muss, dann wird die Prüfung abgebrochen. Punkt. Der zweite Grund, und der wird dich vielleicht jetzt ein bisschen überraschen, ist, man darf bei der Prüfung nicht zu langsam fahren. Es heißt im Prüferhandbuch, man muss 80% der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fahren, wenn es die Straßensicht- und Verkehrsverhältnisse zulassen. Im Ortsgebiet, wenn es möglich ist, 40, auf der Freilandstraße, wenn es möglich ist, 80, auf der Autobahn, wenn es möglich ist, 100. Wenn jetzt enge Kurven sind oder du nicht auf Sicht fahren kannst, dann darfst du natürlich langsamer fahren. Aber wenn es eine Gerade ist, wenig Verkehr, gute Sicht, trockene Fahrbahn, dann sollte man diese 80% oder besser gesagt, dann muss man diese 80% der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fahren. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Kandidaten bei uns beim Motorrad durchfallen, weil sie eben zu langsam sind. In die andere Richtung, bitte denk dran, man darf bei der Prüfung natürlich auch nicht zu schnell fahren. Es gibt Punkte am Prüfprotokoll, die der Prüfer anschaut, wo man, wenn man das nicht macht, maximal einen schweren Fehler dafür zugesprochen bekommen darf. Du weißt ja, bei der Prüfung darf man 2 schwere Fehler machen, dann ist die Prüfung nicht bestanden. Beim Thema zu schnell fahren darf der Prüfer das aber mehrmals beurteilen. Das heißt, du fährst zum Beispiel bei einer 30er Beschränkung mit 40 rein, würde das als mittelschwerer oder sogar schwerer Fehler zählen. Dann wird die 30er Beschränkung aufgehoben, du gibst zu früh Gas, auch das würde wieder als Fehler gezählt werden. Also da kann man mehrere Fehler bekommen und eben wenn man mehr als 2 schwere Fehler hat, dann ist auch die Prüfung nicht bestanden. Zum Thema Geschwindigkeit, sowohl zum Langsamfahren als auch zum Schnellfahren, habe ich dir hier oben jeweils ein Video verlinkt. Schau es dir einfach an, dann weißt du immer, wie schnell du wann wo fahren darfst. Was bei uns in Österreich ein großes Problem ist, ist das Auffahren auf die Autobahn. Auch dafür habe ich dir ein Video hier verlinkt. Wir fahren in den Fahrstunden maximal 1 Stunde auf der Autobahn. Da probieren wir dieses Auf- und Abfahren natürlich immer wieder, damit man hier Übung bekommt, weil das ist das Schwierigste überhaupt. Und wir haben in den letzten 6 Monaten immer wieder Kandidatinnen und Kandidaten gehabt, die beim Auffahren auf die Autobahn am Beschleunigungsstreifen nicht richtig beschleunigt haben oder vielleicht schon zu früh, also über die Sperrlinie, auf die linke Spur gewechselt sind. Auch das wäre bei der Prüfung wirklich ein Problem. Und vergiss nicht, wenn du wechselst, noch einmal den 3S-Blick machen. Gerade bei einer der letzten Prüfungen ist uns passiert, dass eben ein LKW genau in dem Moment überholen wollte, wo eben der Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen passiert ist. Auch hier habe ich dir ein Video eingefügt zum Thema Autobahn. Das kannst du dir gerne anschauen, damit es eben dort keine Probleme gibt. Auch zum Thema Blicktechnik haben wir schon ein Video gemacht und das beurteilen unsere Prüfer relativ streng. Und zwar, wenn du auf der Geraden ständig am Lenkrad korrigieren musst oder auch beim Kurvenfahren mehrmals nachlenken musst, dann weiß oder sieht der Prüfer, hoppala, der Kandidat oder die Kandidatin schaut nicht richtig, schaut nicht weit genug vor, so wie wir das in diesem Video auch beschrieben haben. Deswegen bemühe dich mit der Blicktechnik, damit du schön gleichmäßige Kurven fährst, auch natürlich mit dem angepassten Tempo, aber auch dafür haben wir ein eigenes Video gemacht. Ein lästiges Thema, und das erkläre ich auch im Theoriekurs immer wieder, ist die Lenkradhaltung und Lenkradführung. Alle unsere Führerscheinprüfer in Österreich haben zumindest ein Fahrsicherheitstraining gemacht. Und du wirst das selber merken, wenn du dann das Fahrsicherheitstraining machst, gefährliche Situationen kann man nur mit der richtigen Lenkradhaltung und mit der richtigen Lenkradführung wieder unter Kontrolle bringen. Und es wäre jetzt wirklich ungeschickt, wenn du bei der Prüfung auf cool und lässig, so eine Hand nach vorne oder diesen Tellerwäscher machst, weil das würde einen schweren Fehler zählen und den kann man wirklich sehr, sehr leicht vermeiden. Deswegen nimm dir Zeit, stell dir den Sitz ordentlich ein
Und für diese 25 Minuten bitte die Lenkradhaltung 9 Uhr, 3 Uhr und eben schön übergreifen. Man darf wirklich in Österreich übergreifen. Das haben, wenn dein Opa oder deine Oma mit dir redet, damals durfte man das nicht. Heute ist es bitte vorgesehen, dass man am Lenkrad, wenn man in eine Kurve fährt, ordentlich übergreift. Aber das wird dir dein Fahrlehrer dann erklären. Es gibt dann noch einen Punkt, da haben wir genug Videos dafür gemacht. Ich habe dir einen Link in die Shownotes eingefügt. Das wäre dieser berühmte 3S-Blick und der Sicherungsblick. Den muss man einfach bei der Prüfung machen, sonst bekommt man wirklich Fehler notiert und das ist nicht notwendig. Wenn man das automatisiert hat, dann kann es dabei kein Problem geben. Was auch immer wieder ein Problem ist, ist bei der Stopptafel richtig stehen bleiben. Es heißt, man muss das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Stillstand sind nicht 2-3 km/h, sondern das sind 0 km/h. Es hat früher mal diese Geschichte gegeben, das war auch in den Lehrbüchern so geschrieben, dass man 3 Sekunden stehen bleiben muss, das ist nicht notwendig, aber das Fahrzeug muss zum Stillstand kommen. Und auch bei der Haltelinie, nicht zu früh, nicht zu spät, auch da habe ich dir wirklich ein Video gemacht, das du dir gerne anschauen kannst. Und dann habe ich dir noch einen Punkt versprochen, weshalb Kandidaten bei einer Führerscheinprüfung durchfallen. Und das ist uns in letzter Zeit wirklich zweimal passiert, nämlich bei den Parkübungen mit Zeitüberschreitung. Wir haben das im Theoriekurs erwähnt. Du hast bei den Parkübungen für alle 3 Übungen 5 Minuten Zeit. Das sollte sich normal ausgehen. Wenn man jetzt vielleicht eine Übung wiederholen muss, weil es eben nicht gepasst hat, dann wird der Prüfer, wenn man 6 Minuten braucht, wahrscheinlich kein Drama draus machen. Aber wir haben letztens bei einer Prüfung die Situation gehabt, wo eine Kandidatin, ein Kandidat bei der Parklücke 12 Minuten verbraucht hat. Immer wieder rausgefahren, reingefahren und da hat der Prüfer dann die Prüfung auch abgebrochen. Also 5 Minuten hast du Zeit, eine 6., vielleicht eine 7. wird kein Prüfer etwas sagen, aber wenn man zu lange braucht, dann könnte der Prüfer oder die Prüferin die Prüfung eben als nicht bestanden abbrechen. Das war ein kleines Update der letzten Gründe, warum Kandidaten bei uns bei der Prüfung durchgefallen sind. Es fallen bei uns wenig Kandidaten durch, aber wenn, dann sind es immer diese Gründe, die ich dir in diesem Video erklärt habe. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, teile es mit deinen Freunden, sag es weiter, dass es uns gibt, würde uns ein bisschen Reichweite bringen, da wären wir dir sehr dankbar. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.